freue mich sehr, Sie heute als Gast bei unserem Software Day zu begrüßen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Was sind die aktuellen Herausforderungen Ihrer Branche? Wie in jeder Branche momentan die Digitalisierung in aller Munde. Und wer nicht auf den Zug aufspringt, der ist dann über kurz oder lang relativ schnell abgehängt. Bei uns vor allem der Fokus Industrie 4.0, mehr Richtung Farm 4.0. Das ist ja heutzutage nicht nur die Landmaschine wichtig, sondern das komplette Paket, was den Kunden angeboten werden soll. Und das muss man jetzt nach und nach beherrschen. Und wie unterstützt Sie TechnIA Transcat in diesem Bereich? Oder wie können Sie da unterstützen? Wir haben Sie ja einige Tools in Ihrem Portfolio, die für uns recht interessant sind. Wir arbeiten ja auch schon seit ein paar Jahren zusammen mit Produkten wie Q-Checker. Das haben wir in der Version 5 schon eingesetzt. Da haben wir das ganze Thema begonnen und sind dann nach und nach in Richtung Version 6 gegangen. Das ist ein Produkt, was uns bei der Datenmigration recht stark unterstützt. Warum haben Sie sich für TechnIA Transcat als Partner entschieden? Das ist relativ einfach. Ich kenne einige Ihrer Vertriebsleute schon aus Ihrem vorherigen Berufsleben und da war ich immer sehr zufrieden und gut bedient. Und TechnIA Transcat an sich ist ja auch schon einige Zeit am Markt und hat sich da sehr gut etabliert. Und die familiäre Zusammenarbeit, die ist doch sehr, sehr wünschenswert und die schätzen uns sehr, wenn man nicht immer nur mit den großen Dassos dieser Welt zusammenarbeiten kann. Man braucht auch mal hier und da kurze Wege, kurze Dienstwege, um Lösungen zu erreichen. Und was ist aus Ihrer Sicht der Mehrwert aus dieser Zusammenarbeit? Der Mehrwert, dass es halt relativ auf kurzem Weg zu Lösungen führt. Ich brauche keine großartig langen Angebote einholen und dies und jenes. Man macht einen kleinen Rahmenvertrag und innerhalb von dem Rahmenvertrag kann man auch sehr viel erreichen. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, gern geschehen.